Recht herzlich willkommen zur 144. Folge von Towns. Ja, haben wir jetzt gerade einen Angriff. Ne, Immigrants have arrived. Kann kein Angriff sein. Dann müssen wir gucken, aber da ist Pause reingemacht wahrscheinlich. Dann machen wir die mal raus. Gut, und wir waren letztes Mal dabei und haben hier Neuanpflanzungen gemacht, wo jetzt hier vielleicht auch gerade noch wieder was gemacht wird, oder? Na, der steht da so rum. Ja, hat er gemacht. Wunderbar. Jetzt müsste man hier gucken, was ist mit diesen hier, ne? Das ist ein Erntehelfer, okay. Der macht Essen. Das war ein Erntehelfer und das ist auch ein Erntehelfer, okay. An der Erntehelfer hapert es also dran, ne? Aber wir machen ja gerade ein paar mehr Felder. Das bedeutet auch mehr Ernte, ne? Die können wir schon mal ziehen hier, die drei. Die nächsten sind hier dabei, um das umgraben. Das erste ist gepflanzt. Ist hier nur das mittlere Feld, wäre schön. Na, kommt schon. Krabbelt doch mal da einer hin. Getreide wird da abgeerntet. Und da sind wir welche am Graben jetzt. Wunderbar. Das können wir gleich hier ziehen. Und da wird auch das gemacht. Super. Hier wäre dann noch schön, ne? Dann haben wir das auch geschafft. Haben wir. Und der vierte kommt auch. Wunderbar. Wenn die Person jetzt gleich weggelaufen ist, können wir da anpflanzen. So. Schon fertig, ne? So, da ist schon sogar alles hingesät. Und jetzt würde ich gerne noch sehen, dass hier oben was passiert. Aber das sieht nicht so aus. Die Äpfel da einmal abmachen. Und den können wir choppen. Und die Äpfel werden gepflückt. So, der hintere können wir schon abmachen. Und der vordere auch. Den wilden Bambus, den können wir hier auch mal ernten. Okay. Gelaufen, ne? Ist auch weg. Und der da auch, dann ist er auch weg. Da holt einer die Äpfel weg, oder wie ist das? Da werden die Bäume geschlagen. Die sind schon weg. Zweite. Läuft, ne? Auch weg. So, wäre schön, wenn jetzt hier noch was passiert. Ja, ich glaube, wir machen das mal so, dass wir es nochmal markieren. Vielleicht passiert da nochmal was. Und wir können weiter hier noch gucken, wie da alles zugemacht wird. Was hier wohl schon ziemlich weit fortgeschritten ist. Jo. Dann können wir da zurück. Aufs Dach. Das ist auch so, okay. Dann machen wir das hier rüber. Und so. Da geht das, aber da geht das nicht, ne? So. Passt. Und von dort nach dort.
Ja, passt wohl. So, hier fehlt sogar noch eine Tür. Da muss man noch einen Stein hin. Da auch. Wenn das hochgeht, das Treppenhaus, ne? Ja, sieht danach aus. So, die Leiter. Weiß ich nicht, wie die. Ach so, okay, die ist nicht gedreht. Läuft aber richtig hoch da. Kann man ja so lassen. So, wie sieht's hier aus? Da ist zu. Da kann man wohl runtergehen. Ist auch alles okay. Hier geht's dann weiter. Wie sieht's hinten aus bei dem Steingebäude? Da können die mittlerweile hoch und runter gehen. Da gibt's auch noch zwei, drei Sachen zu holen. Zwei. Und die letzten Steine werden auch gesetzt. Wunderbar. Sieht doch ganz gut aus, oder? So, hier oben ist aber nichts passiert, ne? Das ist das Problem. Hier hätte ich gern was weg. Ja. Gehen wir mal gerade unten gucken, was da so los ist. Steine gibt es hier genug. Ist auch noch abzuarbeiten hier. Ja. Wird werden, oder? Hier ist auch noch Platz. Das mal weg. Das weg. Das weg. Das auch. Passt. Na, haut der schon was weg? Nicht wirklich. Der holt Steine oder was? Könnte sein. Okay. Passt. Was macht die Etage tiefer? Da ist auch schon einiges gemacht worden. Sind auch noch Gänge, will auch keiner graben. Dauert halt. Gut, okay. Schauen wir hier mal weiter. Getreide ist in voller Blüte. Hier geht nichts weg. Oder hier doch, da, ich glaube, das waren vorher 5, kann das sein? Da kann man nichts sehen. Muss mal gucken, ne? Ja, jetzt wird hier was gemacht, denke ich. Da ist ja schon einer zum Beispiel und da. Das wird zugemauert. Gut, okay. So, hier hatten wir auch umgebaut, Schweinefarm-mäßig und so, ne? Weil hier was nicht passte. Mit den Kerzen war da was nicht in Ordnung, ne? Hm. Deko. So. Die ist da, die Kerze. Ich weiß aber nicht, wo sie hin muss. Kann man einfach so hier mal hinstellen, ne? Machen wir erstmal. Gucken, ob da einer kommt und das macht. Steht da oben noch. Guck mal, da ist auch noch einer, sehe ich gerade. Zweite Kerze. Ah, der erste wird jetzt rumgetragen. Da muss er hin. Zweite Kerze ist auch da. Jetzt können sie eine nachproduzieren wahrscheinlich schon. Die ist richtig, die auch. Da klappt es wohl auch. Ich glaube, diese Reihen sind alle richtig gesetzt. 2, 3, 1, 2, 3. Das ist auch richtig. Das sieht auch gut aus. Die ist irgendwie falsch, glaube. Ja. Okay, die ist auch falsch. Unlock.
Und die muss einen daneben. Dann klappt das besser. Die da ist richtig, ne? Ja. Hier sieht es auch so aus, als ob das dann richtig ist. Ja, hier ist jetzt wegen der Mauer da, ne? Ist klar. Gut, läuft. So, da sind Kühe, da sind Schafe. Wir haben hier Schweinchen. Was machen wir damit? Gute Frage, ne? Umgesetzt haben wir das und passt, glaube ich, auch. Können wir auch da lassen, ne? Hier oben, ach so, da ist die Waffenschmiede. Muss mal gucken, ne? Ja, lassen wir mal so. Betten gibt's auch noch. Holzfäller machen das hier doch gerne platt, ne? So. Gut, gucken wir nach oben. Da wird hart gearbeitet. Hier wahrscheinlich auch. Ja, da kommt gerade ein Stein da unten. Sieht gut aus, oder? Wo ist denn der jetzt hingelaufen mit dem Stein? Okay. Keine Ahnung. Ah, da oben läuft jemand. Wunderbar. Runtergefallen ist wohl keiner. Passt. Super. Wer ist hier drin? Oh, einige. Die macht Essen. Erntehelfer. Essen. Essen. Es ist zu wenig Essen da. Die können nichts machen, ne? Und hier passiert nichts. Keine Ahnung, warum da nichts passiert. Wie gehabt, ne? Mein. Gucken wir, ob da einer hochgeht und das wegmacht. Mhm. Keiner kommt. Auch schön, ne? Aber vielleicht sind die auch beschäftigt, ne? Könnte auch sein, dass sie alle was zu tun haben und deswegen nicht abbauen hier. Wir haben ja einige andere Baustellen auch noch offen, ne? Aber der ist weg, ne? Oder? Ja. Dann passt das doch schon mal. Jo, läuft. Stetig. Ne? Läuft's. Hier haben wir natürlich auch wieder neu markiert, noch welche dazu, ne? Hier, da. Die wissen gar nicht, was sie zuerst machen sollen wahrscheinlich, ne? Guck mal, das Wasser ist aber, glaube ich, zurückgegangen. Kann das sein? Muss aber nicht, ne? Kann. Was ist das hier? Ein Schweinchen, okay. Steht da nur so komisch. So, hier gibt's Kerzen. Ja, die müssen erst was wegbauen, ne? Dann kann man weitermachen, denke ich. Ja, lass mal erstmal. Das war ich nicht, das ist von alleine gegangen, glaube ich. Interessanterweise würde ich sagen, hier ist alles zu, ne? Wie das Wasser da rausgeschafft hat, keine Ahnung. Wir haben es nicht gemacht. Hier ist es irgendwo, ne? Da ist es undicht. Ich weiß noch nicht, ob das funktioniert, wenn man da einen hinmacht, ne? Könnte mal so einen Klotz probieren, oder? Wird wohl nicht gehen. Egal. So, gucken wir hier wieder rein. Wo ist denn unser Lebensraum jetzt hier? Achso, wir waren zu tief. Alles klar. Und was macht der Berg? Der ist auch noch nicht abgeräumt. Hier. Ja, wird langsam zugebaut. Ist okay, ne? Und da ist auch nicht mehr viel. Ach, da, ich glaube, da ist schon mal gar nichts mehr hier. Dingens, sag schon.
Markiert fehlt's da, ne? Das kann man markieren. Wo war das? Einen zurück. Nicht Holz auswählen, sondern Stein. Da, dort. Ich glaube, wir können das so zubauen. So, dann wieder einige was zu tun dann. Hier standen sie noch wieder rum. Wer ist das? Erntehelfer. Ja, ist halt so, ne? Wird mit der Zeit schon besser werden. Gut, okay. Aber ich würde sagen, für die Folge soll es dann auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.